Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Ein weiterer Tag, Tag 8 in unserer Mission. Heute kommt der Inspekteur. Ich weiß gar nicht, wann der kommt. Ich glaube, der kommt irgendwann gegen Mittag. Weiß ich gar nicht, ob ich in der Zeit in die Mine kann. Aber ich kann zumindest vielleicht die Mine reparieren. Wir haben alles da. Wir holen mal unsere Post ab. Wir haben ja am Vortag haben wir noch Blech bestellt. Die sind auch alle gut gewässert. Das können wir eventuell auch noch machen. Nehmen wir alles. Da ist ein Brief gekommen. Was ist da denn ein Brief gekommen? War das der hier? Sehr geehrter Mr. Prepper, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Fühlen Sie sich von meinem Geschenk inspiriert? Ja, die Rakete, ja. Vielen Dank. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot unterbreiten. Und zwar möchte ich Sie gerne einen kleinen Austausch zwischen uns starten. Hin und wieder werde ich Ihnen einen Brief oder ein Paket mit nützlichen Informationen oder Gegenständen schicken, da ich Zugriff auf eher seltene Vorräte habe und Quellen habe. Jedoch gibt es Dinge, an die ich nur schwer herankomme. Und hier ist es, wo ich Ihre Hilfe brauche. Sie könnten mir Dinge bringen, als würden Sie auf dem lokalen Markt handeln. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das schon. Als Eisbrecher hätte ich gern einmal ein Glas Blaubeermarmelade. Das ist gut. Der Mr. Minute. Da heißt er doch. Der Minuteman, genau. Das werden wir machen. Bringen wir ihm. Ich glaube aber, wir haben keine Blaubeeren mehr übrig. Wir haben das Glas. Was braucht der denn für die Blaubeermarmelade? Komm, wir gucken mal ganz kurz. Wir müssen eh was essen. Das war noch eine Kleinigkeit. Die Blaubeeren vielleicht. Ja, das lohnt sich kaum. Vielleicht eine Möhre. Aus eigenem Anbau. Dann holen wir mal ganz kurz das Wasser ab. Gießen die Pflanzen. Schaffen wir das noch? Zeitlich? Also bis der Inspekteur kommt, meine ich. Auf jeden Fall gießen wir jetzt erstmal alles. Bevor ich das vergesse. Wunderbar, haben wir. Oder ich warte, bis er da war. Dann arbeite ich, bis er da war, oder? Dann weiß ich auch, wann er kommt. Wir haben das Holz noch. Ich kann mal gucken, ob ich das Bild auseinandernehmen kann. Auf jeden Fall kann ich die Bleche auseinandernehmen. Ja, da können wir das für Stoff zerlegen. Dann machen wir die drei Kisten kaputt. Dann würde ich sagen, 10 Uhr. Dann packen wir den ganzen. Wir haben jetzt 15 hier. Kann man das irgendwie splitten? Aufteilen, genau. Ich hätte gerne 10. Dann kommen nämlich die hier rein. Ich könnte mir noch mal Holz mitnehmen. Weiß aber nicht mehr, wie viel das waren, weil ich weiß, dass wir die Seilbahn reparieren müssen. So, Moment, Stoff können wir hier lassen und das Glas. Wir müssen noch mal eine Kiste herstellen, glaube ich. Damit wir den Kram hier lassen können. Aber mal diese normalen Köder für Fallen. Für seltene Tiere. Vielleicht können wir da einen mitnehmen. Nehmen wir die zwei vielleicht mit und dann lasse ich das Glas hier. Hm? Wenn der jetzt gegen Mittag kommt, ist natürlich doof. Sonst hätte ich noch schnell die Mine repariert. Zudecken. Stand das irgendwo? Oder kann ich das hier sehen, was der... Der Agent steht da nur, aber das kann ich nicht sehen, wann der kommt. Ich kann ja ein kleines Nickerchen halten, muss ich sowieso. Weil ich viel zu erschöpft bin von dem, was ich jetzt schon gemacht habe. Ist alles zugedeckt, alles ist zu. Nice. Ein UFO. Okay. Ist immer noch nicht da. Das ist natürlich ätzend. Okay,
Okay, du brauchst hier Metall und die Blaubeermarmelade. Genau, ich wollte gucken, was wir für die Blaubeermarmelade benötigen. Kochen. Wo ist denn die? Ah, Blaubeermarmelade. Einmal Glas, einmal Zucker. Okay, dann müssen wir Zucker ordnen und 10 Be- Oh, der Agent ist da. Kontrolltermin. Ja, ist alles unverdächtig. Oh oh. Und alles vollständig. Habe ich umgedreht, ne? Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte meinen Plan nicht umgedreht. Das wäre es ja gewesen. Prüfe den Inhalt des Zimmers. Das ist ein Standardprotokoll. Und? Klick drauf, okay. Bisschen dick, der Teppich. Und? Puh. Keine verdächtigen Gegenstände. Nächste Kontrolle, 15 Ärzte, 12.10 Uhr. Okay. Tschüss, gegen Mittag. Nice. Sehr nice. Cool. Inspektion gelungen. Haben wir das jetzt im Inventar? Ja, den Brief. Sehr gut, da steht der Kontrolltermin drin. So, ich lasse mal den Kram dabei. Wir gehen erstmal in den Wald. Wir haben 15.24 Uhr, sonst haben wir wieder den halben Tag verbuselt. Beziehungsweise nicht in den Wald, sondern zur Mine und die Mine reparieren. Und nichtsdestotrotz hätte ich auch gerne noch den, die Seilbahn repariert. Aber jetzt machen wir das erstmal. Sehr gut, Inspektion geschafft. So, 10 Metall. Siehst du, das braucht nämlich auch einen halben Tag hier. Können wir Jenny vielleicht sogar noch die Pilze bringen? Da sind Fledermäuse. Das ist alles Erz. Hier ist eine Karte. Erz, Erz, Erz. Pilze sind hier irgendwo am Boden. Hat im Stream schon mal reingespielt, aber ich weiß nicht wo. Oder waren sie in der zweiten Ebene? Dazu müssen wir uns aber erstmal die Karte holen. So, wir gehen es jetzt mal durch. Wir fahren jetzt mal eins runter. Holen schon mal den Baseballschläger raus, der hoffentlich noch ganz bleibt. So, die erste Fledermaus ist platt. Dort nicht hin. Hier sehe ich keine, ne? Wo sind die Karte? Die ist ein Stiefer. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in den Aufzug rein. Wo denn da hin? Hier rüber. Zu 130, schon wieder. Hab einen Dusch da. Die haben wir platt. So, dann holen wir hier die Warte erstmal ab für die nächste Ebene, weil ich glaube, die Pilze sind erst in Ebene 2, wenn ich mich nicht täusche. Oh oh. Nein. Scheiße, Killerratten. Nein, ist wieder mit den Wölfen. Also wenn mir jetzt mal ein Dings kaputt geht, muss ich flüchten. Oder noch mehr? Nee. Boah. Ich muss mir mal einen Baseballschläger machen, der ist schon total rot. Nicht, dass hier dann irgendwie was schief geht. Habe ich hier auch keine Pilze übersehen? Nee, ist wirklich nur Eisen, glaube ich, in Ebene 1. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier mit in Ebene 2 kommen. Weil ich auch nicht mehr allzu viel Zeit habe. Aber wir haben immerhin den Aufzug repariert in diesem Tag. Dann können wir vielleicht gleich noch Pilze holen. Okay. Ich möchte versuchen noch den Aufzug zu reparieren.
Okay, zurück zu Bob. Ah, das müssen wir auch noch machen. Dann machen wir das zuerst. Na, Bob? Hey. Ja, es ist uralt, aber ich habe es zum Laufen bekommen. Wunderbar. Wenn du mich entschuldigst, ich muss noch eine sehr wichtige Sache in der Mine überprüfen. Bobs Haus wurde freigeschaltet. Wo? Das hier? Okay, er ist irgendwie weg. So, wir müssen noch die Marmelade besorgen. Wollen wir das noch machen? Bevor wir die Pilze holen. Weil wir haben so spät mittlerweile. Probieren wir mal, ob wir noch in den Wald können. Ich glaube, bis 24 Uhr können wir uns hier rumtreiben. Oh, Holz ist fertig. Ich würde ganz gern erstmal die Blaubeeren holen, damit wir uns mit unserem Minuteman da gut stellen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Was waren das? 10, ne? Wie haben wir denn jetzt? 3 sind das 9. Ich meine, wir haben zu Hause noch, da ist noch ein Busch. Warte mal, wir fahren mal hier in Level 2. Dann kann ich auch nochmal gucken, ob das ausreicht, wegen der Reparatur. Der meckert aber schon wieder. Reparieren. 15 Metall und den Hebel. Okay, ich habe Holz mitgenommen, dann war das falsch. Alles klar. Gut, dann nehmen wir gerade noch den Gram mit und fahren wieder nach Hause, machen vielleicht noch das Erdbeerzeug. Ach, Erdbeer. Die Blaubeermarmelade. Müssen wir am nächsten Tag hin. Und eine neue Waffe machen, nicht vergessen. Das müssen wir dringend machen. Was war das Glas? Einmal Zucker. Moment, Zucker müssen wir ordnen. Mal gleich mal gucken, was hier gebraucht wird. Ein Tisch und ein Stuhl. Können wir vielleicht noch herstellen. Wir brauchen aber einmal Zucker. Oh. Wo kriegen wir denn Zucker her? Orangen? Hier gibt es keinen Zucker. Er ist doch eher Baustoffhandel. Der hat doch keinen Zucker, oder? Nee. Hö. Wo kriegen wir denn Zucker her? Kräuterdame hat nur Kräuter. Die Jägerin hat nur Dünger. Mr. Minute will die Erdbeermarmelade. Haben wir eventuell was zu Hause? Ich packe jetzt mal den Kram in den Kühlschrank. Bevor uns der Kram hier vergammelt. Und einmal Rattenfleisch, das müssen wir am nächsten Tag machen. Hier ist das vergammelt auch schon, hier das Gemüse, ne? Wir haben keinen Zucker, oder? Wir haben nur das Holz. Und die Zugangskarte zur Mine, ja. Komm, bevor es vergammelt. Können wir was mit den Rüben kochen? Nee. Sollte es schlafen gehen, ja. Was kann man denn hier machen? Hier muss da irgendeine Kürbissuppe. Da, 3. Einmal Wasser. Schafft er. Bevor es vergammelt, ne? Die haben noch ein bisschen Restwasser. Es müsste bis zum nächsten Tag eigentlich lang. Ich kann jetzt nicht noch die Pflanzen gießen. Das schaffe ich zeitlich nicht. Hier läuft schon hier der... Der Counter des Todes ab. Ach ja. So. Inspektion haben wir unter uns. Es kommt erst in über einer Woche wieder. Ich hoffe, dass mit dem Wasser langt jetzt. Jetzt direkt mal nach den Pflanzen gucken. Beziehungsweise nachdem ich was gegessen habe. Ja, die sind fertig zur Ernte. Das ist ja richtig nice. So, dann gibt's heute... nee, das ist nur Rattenfleisch. Das wollen wir nicht. Wir essen die Suppe, die wir gestern gekocht haben. Und ich würde sagen, ein Smoothie hinterher. Ja, das muss erstmal reichen. Dann holen wir hier das Wasser ab, oder? Nee, ist noch nicht fertig. Dann gehen wir hier erstmal gießen. Hallo? Gehen Sie bitte runter. So. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Er muss nämlich hier immer den Teppich erst wegnehmen. So, da müssen wir Möbel herstellen
einen Baseballschläger erstellen. Das machen wir als erstes, bevor wir uns hier das Holz wieder verballern. Und im Wald scheint ja auch das Holz gespawnt zu sein, von daher... können wir da auf jeden Fall auch noch was holen. So, 4 Sachen können wir schon mal pflanzen. Wir haben nämlich noch 4 Einheiten Wasser da. Was haben wir denn hier? Sonnenblumen, Salat, Orangen, nein. Rübensamen können wir auf jeden Fall. So, schnell. Geht auch so. So, ich mache erstmal Nummer 4 Felder, weil wir sonst zu viel dabei haben. Dann packen wir das Gemüse weg. Mit dem Holz machen wir uns den Baseballschläger. Beziehungsweise Stuhl und Tisch wird ja, glaube ich, noch benötigt. Ne? So sind denn hier Waffen. Da. Ja, machen wir uns erstmal hier den Ersatz-Baseballschläger. Dann gucken wir, ob wir noch ein Möbel herstellen können. Ein Tisch benötigt 5. Perfekt. Den verkaufen wir dann direkt. Dann haben wir das Holz nämlich aufgebraucht. Und dann brauchen wir 15 Metall für die Seilbahn. Und ich glaube, wir haben gar nichts mehr, oder? 4 Holz. 5 Metall haben wir noch. Also brauchen wir noch eine Menge. Gut, ich könnte die Leiter wieder schrotten. Die wird uns 3 Metall geben. Das langt zwar immer noch nicht, aber wir brauchen sie jetzt aktuell nicht. Dann bestelle ich jetzt erstmal... verkaufe ich den Tisch, bestelle Metall. Das haben wir. Dann bestellen wir Metall. Oh, der hat jetzt auch Lampen. Wir haben nur 11. Shit. Okay, wir können nur 2-mal Metall bestellen, weil wir nicht genügend Kohle haben. Gut. Dann mache ich kurz ein Nickerchen. Kann ich auf der Couch aber auch. Hier erstmal... kann man das hier eigentlich irgendwie unterbrechen? Da kommt die Post. Guten Tag. Der quatscht mich zwar zu, aber... gut. Das haben wir dabei. Dann haben wir das Geld bekommen. Dann können wir wieder handeln. Ne? Wir haben wieder 18. 16. Perfekt. Gut, dann haben wir nämlich das Metall bald. Dann lass mal kurz gucken, was wir dabei haben. Nicht, dass wir uns hier... wir haben nichts einstecken, bis auf das Gemüse fast hier gelassen. Das muss schnell in den Kühlschrank. Möhrchen, das 2020. Wir sollten mal die Möhren verarbeiten bei Gelegenheit. Und auch das Fleisch, aber noch ist es grün. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen... die Mine haben wir repariert. Wir holen jetzt erst die, die Pilze für Jenny. Aus der Mine. Das Metall jetzt mitgeschleppt? Ja, 2 geht noch. Und die Zeitung. Müssen wir die Briefe irgendwo lagern. Wir gehen in Level 1. So, Pilze. Da ist was, oder? Nee. Da ist irgendwas, was blockiert. Hier ist eine Maschine. Eine Bergbaumaschine. Ich glaube, die kann Erze schreddern. Hier sind Pilze. Da sind doch Pilze, aber wir kommen hier nicht durch. Doch, wir kommen... kommen wir da vorbei ohne Werkzeug? Haben wir hier irgendwas gesehen? Hier geht es hinten rein in die Mine. Wo ist eigentlich die Karte? Da ist die Karte. Gott, ist ja dunkel wie sonst noch was. Wir gucken mal, ob wir hier vorbeikommen können. Wir fahren jetzt erstmal einen runter. Bauen. Da brauchst du eine Spitzhacke, die du nicht hast. Kommen wir hier vorbei?
eins runter. Hier sehe ich nichts. Geht, glaube ich, eine Leiter rüber. Hier ist auch ein Felsen im Weg. Oh. Hä, wie kommen wir denn hier rüber? Hier geht es anscheinend entlang. Ich sehe noch nichts. Kann man sich irgendeine Bergbaulampe machen? Oder? Ah, da sind Pilze. Nice. Wo waren denn die anderen? Die waren hier irgendwo drüben, ne? Hier. Kommen wir hier hin? Und nicht hin. Weil? Kommen da nicht hin. Wie kommt ihr hin? Da kommt er auch nicht hin. Hier ist eine Kiste. Sieht man das so beschissen? Ich brauche irgendeine Bergbaulampe oder sowas. Was haben wir denn hier? Eisenerz, Gold. Oh, Gold. Und Geld und Benzin. Das ist ja richtig nice. So, dann... Da kommt man nicht hin. Wie kommt man hier rüber? Ich sehe hier gar nichts. Tiefschwarze Nacht sehe ich hier. Echt oben rum? Nee. Wohl doch, ich sehe hier was. Kommen wir zu der Karte. Hier rüber? Hier, da ist auch eine Leiter. Hier, warte mal. Dann einen runter. Genau. Hey. So, kommen wir hier hoch? Ich komme da nicht hin. Nein, kommt da nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Hier ganz runter, aber das, da muss man uns doch irgendwie eine Grubenlampe oder sowas machen können. Kommt der irgendwie hier hoch? Kommt er nicht? Wir müssen eine Spitzhacke oder sowas bauen. Kommen wir noch eins runter? Nee, wir kommen nicht eins runter. Shit. Okay, wir brauchen eine Spitzhacke, um da vorbeizukommen. Eventuell kommen wir hier. Ich fahre noch mal einen hoch. Hier kamen wir auf jeden Fall nicht hin. Dann fahren wir noch einen hoch. Ah, da. Nee, da ist der Fels wieder im Weg. Nein. Das wird nichts. Habe ich irgendwo Pilze übersehen? Hier ist der Fels im Weg. Okay, dann fahren wir noch eins hoch. Brauchen irgendwie eine Spitzhacke. Da kommen wir nicht hin. Hier geht es nochmal eine zweite Ebene. Vielleicht finden wir da noch Pilze. Komm, wir probieren das. Ah. Hi. Das ist wohl sein Unterschlupf. Inspizieren, fragen. Wir fragen ihn einfach mal eine Spitzhacke. Handeln. Was hat er denn? Stein? Hast du eine Spitzhacke für uns? Nee. Stein hat er. Und? Irgendwelche Bücher. Irgendwas mit Pflanzen. Baumeisterbuch. Die Jacke von Atlas. Und das Handbuch. Handbuch für Handwerker. Mr. Prepper, ja? Muss etwas überprüfen. Danke, dass Sie noch Aufzug reparieren. Das macht eines viel einfacher. Eine Besichtigung, genau. Okay, wenn du schon dabei bist, kannst du mir noch meine Jacke suchen. Ich habe sie irgendwo in der Mine verloren. Sie ist rot-weiß und ein bisschen schmutzig. Sie hat emotionalen Wert, ist mir sehr wichtig. Natürlich. Ich werde nach ihr suchen. Ja, ich weiß, wir haben schon gegen Fledermäuse. Haben wir schon gekämpft. Ja, shit. Die Spitzhacke, da müssen wir eventuell unsere Werkbank auffrischen. Okay, also zweite Ebene links wohnt Bob. Mit dem können wir in der Mine Minensachen handeln. Jetzt gucken wir uns noch als letztes die Mine an, die Maschine.
Die Maschine, ah, die können wir aufladen. Oh, mit der voll. So, Treibstoff haben wir. Die baut uns bestimmt Sachen ab, wa? Die bringen uns Erze, Gold etc. Nehmen wir natürlich alles mit. Nice. So, wieder zum Eingang bitte. Ja gut, wir müssen irgendwie eine Spitzhacke herstellen. Ich gehe mal davon aus, dass wir unsere Werkbank aufbauen müssen. Ah, ich war nicht bei Jenny. Ich wollte ja eigentlich noch Holz aus dem Wald holen. Egal, wir laufen jetzt erstmal zurück. Wir haben schon wieder kurz vor 9. Zieht sich doch ein bisschen hin. Ich bin auch direkt zu Jenny, wir müssen gar nicht durch den Wald. So, hier gibt es Post, da haben wir unser Blech. Dann können wir das eventuell noch umwandeln. Was war das? 15 Blech für die zweite Ebene, ne? Was braucht denn die Werkbank für die nächste Stufe? 5 Stein, 15 Metall und Holz. Stein haben wir schon mal 2. Das kriegen wir jetzt aus der Mine. 4 Holz haben wir, da haben wir Metall, da haben wir noch Erde. Ich werde jetzt mal mit der Erde ein bisschen handeln, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Dann nehme ich noch das Metall auseinander und dann gehen wir ins Bett. Das war das Nancys Haus. Die will ein Regal. Er möchte gerne Stein. Er will... Ah, der will keine Erde. Gut. Dann machen wir noch das Blech auseinander und dann ab in die Falle. Schafft er das noch? Ach komm, einmal geht auch noch, oder? Ja, das langt und dann ab ins Bett. So, 15 Metall, 6, 11. Und die Erde da rein. Haben wir sonst noch was dabei? Was für das Eisenerz? Wir müssen unbedingt eine Kiste herstellen. Und wir sollten unbedingt ins Schlafen gehen. Und die Folge ist zu Ende. Ei, ei, ei. Bis zum nächsten Mal, Mr. Prepper. Macht's gut, bis dahin. Gute Nacht.